Woher kriege ich denn jetzt etwas mehr Salz raus? Hier wird gepumpt, das ist gut. Die kriegen hier auch Fleisch versorgt, das heißt, die können da genug arbeiten. Der freut sich, wenn ein Kind das hier Salz findet, aber das bauen wir doch schon ab. Was liegt hier eigentlich begraben? Das wird auch mal spannend. Da bin ich jetzt neugierig. Der findet ja auch weiter Kohle, ist okay. Ich hätte vorher die andere wieder vorbereiten sollen, Mist. Wieso läuft die Werkzeugproduktion? Ach so, weil wir so wenig hatten da eine Zeit lang, genau. Und die Schwertschmiede läuft dafür überhaupt nicht. Na super. Haben wir kein Eisen? Von da oben holen wir das Eisen? Ich merke gerade, wie bescheuert das ist. Wie extrem krass bescheuert das eigentlich ist. Ach du Grüne. Ich mag diese Siedler auf dem Floß irgendwie bei allen Nationen. Das ist irgendwie total knuffig. Ich habe keine Ahnung, wie ich es sonst beschreiben sollte. Hat doch auch irgendwie was, das Bild hier, oder? Bei den Tempel hat den, glaube ich, auch noch nie drauf. Dann wenn da nicht so hier. So. Ja, das sind immer diese Momente, in denen ich Screenshots mache. Der eine oder andere wird sie schon erraten haben. (lacht) 44, okay. Was zum Geier frisst bei uns eigentlich so viel Holz? Das verstehe ich nicht. Egal. Geo. Ein Geologe. Ich spare mir jetzt jedwede Sprüche von wegen, wie der abbaubar ist. Das wisst ihr, glaube ich, mittlerweile. Der Joke müsste eigentlich mittlerweile jedem bekannt sein. Gut, dann packen wir es mal an. Nicht wahr? Neues Thema, neue Runde, neue Folge. Ich habe ein bisschen so drüber gequatscht und habe eigentlich nicht mehr lang in dieser Folge. Aber was soll der Geiz? Ich habe seit Mittwoch, glaube ich. Also, ja, seit Mittwoch Hyrule Warriors zu Hause auf der Wii U. Und muss sagen, ohne jetzt irgendwie da Gemüter erregen zu wollen, das Spiel ist echt
Ja, ich sage jetzt mal so leicht gesagt durchschnittlich. Es ist ein sehr nettes Spiel, die also es ist ein Dynasty Warriors, das ist klar, aber halt mit Zelda-Lizenz. Dynasty Warriors finde ich teilweise sehr interessant und spannend. Ich habe leider keins, aber ich habe bei Dokrati sehr gerne das als Play dazu gesehen. Und muss ehrlich gesagt sagen, ich bin begeistert vom Konzept. Und dann auch im Zelda-Universum, was für mich natürlich ein besonderer Bonus ist, ist klar. Ja, lässt sich leben. Wunderbar. Bald haben wir die nötige Menge an Bogen zusammen, um unsere besten Schützen damit auszustatten, um zur Prüfung antreten zu können. Glaubst du wirklich, dass auch nur einer deiner besten Bogenschützen trifft, wenn Wüterich die Opferung abhält, die sie ihr Ziel verfehlen lässt? Du widerliches, hinterhältiges Scheusal! Du Miststück in Gestalt einer Göttin! Ich werde dich... Regt euch nicht auf, Hatschepsut. Jede Opferung lässt sich durch eine andere entkräften. Ich kenne da zum Beispiel aus meinen aktiven Tagen als Kugelstoßerin eine höchst geheime Opferung für absolute Präzision von Wurfgeschossen. Ich habe diese Opferung zwar immer nur auf Eisenkugeln angewendet, aber eigentlich müsste sie auch auf Pfeile übertragbar sein. Ich könnte diese Opferung am Olympus-Tempel für euch vornehmen. Doch fürchte ich, dass die immerwährenden finanziellen Schwierigkeiten meines Vereins meiner Konzentration recht abträglich sein werden. Mit einer geringfügigen Spende könntet ihr dies allerdings ändern. Wenn ich nicht in einer derartigen Bredouille wäre, würde ich euch... Ach, ihr sollt eure Spende erhalten. Eine Edelsteinspende, die kann sie haben. Und jetzt wäre es nett, wenn man mir den Weg zum Tempel aufmacht. ...15 Edelsteine. Wir haben 0. Also wir 0. Das sind nicht die absoluten Zahlen, oder? Wir haben 10, dachte ich mir doch. Aber ich baue vorsichtshalber noch eine Edelsteinmine. Oder zwei. Sicher, sicher. Ich weiß zwar eigentlich, dass ich genug habe, aber... Gut, der Geologe kann sich dann auch wieder verziehen, wenn da wirklich nur wieder Edelsteine rumtrollen. Das haben wir schon, dankeschön. Der Weg hier ist kürzer. So. Gut, wo war ich gerade stehen geblieben? Achso, ja, Hyrule Warriors, genau. Das Phänomen an dem Ding ist ja eigentlich, dass es eben mit der Zelda-Lizenz total spannend ist. Ich mag Dynasty Warriors, wie gesagt, durch das Let's Play von Dokrati auch. Hab aber ehrlich gesagt irgendwie nie den Anreiz gehabt, dieses Spiel selbst zu spielen oder auszuprobieren. So quasi, ich fand es halt schön anzuschauen, aber mir auch nicht. Und durch die Zelda-Lizenz jetzt eben hat sich das geändert und ich überlege jetzt auch, ob ich mir nicht das ein oder andere Dynasty Warriors holen soll. Werde ich mir vorerst wahrscheinlich jetzt mal nicht holen, weil ich jetzt mal Hyrule Warriors spielen werde, aber gut. Wollte ich nur mal so von vornherein gesagt haben. Aber alleine finde ich es ehrlich gesagt eher durchschnittlich. Ich habe, wenn ich es alleine spiele, irgendwie das Verlangen, jemandem gehörig in die Fresse zu schlagen. Ich sag's, wie es ist. Es macht alleine einfach nie wirklich so hundertprozentig blinden Spaß. Also, wenn ich das jetzt mit einem normalen Zelda vergleiche oder mit einem anderen Action-Adventure, wie zum Beispiel Darksiders, dann haben die... immer irgendwie so einen Aspekt, wo du sagst, wenn du alleine spielst, wow. Der fehlt mir bei dem Spiel irgendwie. Ich habe es jetzt aber auch schon zu zweit mit meinem Bruder gespielt. Und ich muss sagen, da gefällt mir das Spiel wirklich richtig, 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 richtig gut. Zu zweit, wenn du effektiv Arbeitsteilung machst oder zu zweit an einen Boss rumklopfst, ist das einfach nur Hammer. Und das werde ich garantiert niemandem irgendwie so abstreitig machen.
Wenn es jemand gerne alleine spielt, weil der da an dem Spielmodus dann mehr Spaß hat oder weil er sonst irgendwie besser klarkommt als ich drauf, soll er seinen Spaß haben. Ich persönlich finde es eben ein bisschen strange irgendwie, wenn ich es alleine spiele. Aber gut, das ist halt persönliche Meinung. Es ist unterm Strich ein wirklich tolles Spiel. Man kann eben mit so ziemlich allen Charakteren aus dem Zelda-Universum spielen, die irgendwie was Wichtiges mal zu tun hatten. Also Link, Shirk, Impa interessanterweise, wobei ich die eigentlich nie so wirklich als wichtig eingestuft habe. Aber nicht, weil sie irgendwie nichts Großes gemacht hätte oder so, sondern einfach, weil sie in den Spielen immer wieder verschwunden ist. Ohne dass man weiß, wo der eigentlich hin ist. Und natürlich auch neue Charaktere, wie zum Beispiel Lana, oder ich glaube, das ist der einzige neue Charakter. Ja, also es ist eine interessante Mischung und macht eigentlich immense Laune. Einziges Problem dabei ist, wie gesagt, dass der Singleplayer irgendwie total strange ist. Also, vielleicht liegt es daran, dass ich vorher kein Dynasty Warriors gespielt habe, weil es mich das schon nicht interessiert hat. Vielleicht ist das auch der einzige Grund, warum es mich im Solo-Modus kaum interessiert. Aber es ist halt auch bei den Bossen so. Also, okay, ich habe direkt am höchsten Schwierigkeitsgrad angefangen, den es am Anfang gibt. Ich weiß mittlerweile durch meinen Bruder, der mehr Zeit zum Zocken hatte, auch Solo, und den das auch mehr gejuckt hat, dass es dann noch einen höheren Schwierigkeitsgrad gibt. Aber man hängt einfach so verdammt lange an diesen scheiß Dingern dran, ohne dass sich da irgendwie was tut bei den Bossen. Also mal angenommen, dritte Mission jetzt. Ich weiß jetzt, wenn ihr es noch spielen wollt, werde ich jetzt einen kleinen, nein, ich werde keinen Spoiler geben. Ich sage einfach, die dritte Mission, der Endboss, ist so verdammt langwierig und zäh. Vor allem muss man dabei so viel Glück haben am dritten Schwierigkeitsgrad, dass der die richtigen Attacken zum richtigen Zeitpunkt einsetzt, weil der sonst einfach die ganze eigene Basis wegholzt. Ja, also gut, ich spiele es absichtlich auf schwierig, weil wenn ich eine faire Chance haben will, würde ich auf leicht spielen, aber also da ist es jetzt wirklich vom System her ein Fehler oder ein Problem, weil man halt wirklich auf diese eine Attacke warten muss, bis man selbst gegenschlagen kann. Ansonsten finde ich das Spiel vom Ding her halt ziemlich gut. Wer Dynasty Warriors mag, kann da auf jeden Fall auch mal zuschlagen. Soweit ich das jetzt vergleichen konnte, funktionieren die alle ähnlich. Von daher dürfte das kein Problem sein. Habe ich jetzt hier... Ja, ich habe langsam meine Soldaten. Okay. Ich überlege gerade, ob ich dem nicht doch mal hier in die Wachhütte reinfallen soll, aber... Riskiere ich es oder riskiere ich es nicht? Andererseits, ich habe die Opferung gleich fertig. Ich riskiere es nicht, danke. Acht und zwei. Die will nicht. Ein Salzbergwerk hat keine Ressourcen. Stahlbergwerk. Ein Stahlbergwerk vor allem. Ja, wir bauen Stahl ab, ist klar. Ja, ich habe schon wieder dieses Problem der leicht vorhandenen gähnenden Leere. Ich weiß. Mal schauen, was hier noch so versteckt liegt. Einfach der Neugierde halber. Vorher hatten wir noch irgendwo eine Stelle, wo ich gesagt habe, ach hier genau. Gold, okay. Hier haben wir auch Edelsteine, hier haben wir auch Edelsteine.